Servus, liebe Shisha-Freunde da draußen. Shisha Oli und B2B von den Shisha-Warentestern sind wieder für euch da. Ein neues Video steht an über ein Mundstück, das es seit ganz kurzer Zeit auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt. Es handelt sich hierbei nicht um dieses und nicht um dieses. Das haben wir nämlich schon vorgestellt. Das ist das Timeless Glas. Und das geht es heute nicht, sondern es geht heute um das Aion. So sollte man es anscheinend aussprechen. Geschrieben Aion. Carbon-Mundstück. Ja, bevor wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze erst einmal in der Teilaufnahme an, denn dort sieht man dann auch wirklich, wie das Carbon denn zur Geltung kommt, weil so aus der Distanz, seht ihr ja selber schon, sieht man es nicht wirklich genau, deswegen jetzt ab zur Detailaufnahme. So, willkommen in der Detailansicht. Jetzt schauen wir uns das Aion-Mundstück einmal ein bisschen genauer an. Und zwar fangen wir mal mit dem Logo an, das hätten wir hier. Hier haben wir das Anschlussstück, das übrigens genauso wie das Mundstück, an dem gesaugt wird, aus eloxiertem Aluminium. Und hier sieht man schon, das eingearbeitete Carbon versteckt sich hier. Sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Sehr stimmig. Und ja, wenn man jetzt noch hier schauen möchte, genau, da sieht man einen Durchmesser von 7,5 mm. Am Schlauchendstück und hier am Mundstück oben haben wir 10 mm. Genau, so, dann legen wir das Ganze wieder hin und dann werden wir das Ganze noch wiegen, denn das Mundstück soll das leichteste Mundstück sein, wenn ich mich nicht verlesen habe. Auf jeden Fall soll es ein sehr, sehr leichtes Mundstück sein und es wiegt 56 Gramm. Das ist wirklich nicht viel. Moment, das sieht man jetzt gar nicht gescheit, dass ich bloß das Mundstück drauf habe. Nicht, dass ihr meint, ich verarsche euch hier. Jetzt ist die Tara-Taste natürlich wieder. Du musst nur warten. So, 56. Ja, wollek. Passt. Insgesamt haben wir 32 cm übrigens bei dem Mundstück. Und unter 60 Gramm, also das ist wirklich absolut Spitzenwert. Genauere Infos und so weiter werden wir euch jetzt während des Rauchens dann noch präsentieren. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich direkt mal los, denn mich interessiert vor allem der Durchzug. So, wir sind wieder zurück und jetzt geht's nicht nur um den Durchzug, sondern auch was die Qualität und die Robustheit von dem Mundstück angeht. Aber fangen wir erstmal an mit dem Durchzug. Also kein Unterschied jetzt zum Kinemod oder zu anderen vergleichbaren Mundstücken mit ähnlicher Öffnung. Top, also die 10 mm oben und die 7,5 mm unten sind 1A. Gut, wir rauchen auch mit einer guten Shisha, was jetzt die engsten Stellen und so weiter angehen. Also da kann kein schlechter Durchzug bei rumkommen, außer wir haben ein Cobra-Mundstück am Start. Ja, optisch, Olli, was sagst du? Fällt mir gut. Ja, weil es einfach Carbon-Optik ist und Carbon, wisst ihr selber, sieht einfach gut aus. Ja. Und das gibt es ja bis heute jetzt so, habe ich es noch nie gesehen. Nein, ist das allererste und Mundstück deswegen, aus Carbon. Es ist zwar recht eintönig so, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Also ja, ne, das Schwarz mit diesem Carbon macht wirklich was her. Ja. Also optisch auf jeden Fall ein Leckerli. Und ja, qualitativ, Carbon ist ja sehr widerstandsfähig, sehr hitzebeständig und so weiter und so fort. Und wird natürlich auch beim Rennsport und so weiter verwendet. Und da muss natürlich Carbon auch einiges herhalten. Auch Formel 1 und so wird Carbon verwendet. Ne? Also von daher haben wir schon ein sehr, sehr hochwertiges Mundstück. Was ist das denn für ein Material, was da so glänzt? Das Olli? Ist Lack. Richtig. Das wollte ich nur noch mal sagen, beziehungsweise sagen lassen vom Olli. Ich sag mal so, Carbon, Lack, wenn man es verarbeitet, ist halt doch sehr, sehr rau, sehr sporös. Und deswegen wird es meistens dann auch neu lackiert, dass es einfach wesentlich besser rüberkommt und es kommt dann wirklich genau viel besser rüber. Dann. Genau, also geschliffene Carbongewebestruktur haben wir hier und es ist hochglanzlackiert, die Oberfläche, ganz genau, richtig erklärt. Ja, dieses Mundstück ist auch sehr, sehr robust, das werden wir jetzt auch noch einmal testen, indem ich dieses Mundstück einfach einmal fallen lasse auf den Boden, aus, ja, sag mal einfach mal aus 1,50 Meter ungefähr. Zack, schön auf den Boden gefallen. Was ist passiert? Gar nichts. I'm on fry. Was können wir noch demonstrieren? Zum Beispiel. Ne? Oder hier. Passiert nichts. Also das Glas geht kaputt.
Genau, nee, also es ist wirklich sehr, sehr robust das Ganze. Natürlich, wenn man jetzt mit Vollgas 20 Mal oder so gegen den Tisch haut, irgendwann geht entweder der Tisch kaputt oder doch das Mundstück, weil unkaputtbar ist nichts, ja. Außer gut Edelstahl, da braucht man dann schon andere Methoden, um das kaputt zu bekommen, aber da wären wir natürlich wieder beim Gewicht. Ne? Unter 60 Gramm sind wir hier, das ist absoluter Bestwert aktuell, liegt gut in der Hand, also man hat es wirklich gut in der Hand, von dem her kann man auch nichts sagen. Dieses Mundstück, sage ich jetzt mal, wo man dran zieht, ist jetzt auch nicht wirklich störend oder so, passt auch zur Optik überein. Klar, da kann man jetzt nicht wirklich Carbon noch mitmachen, das geht jetzt nicht wirklich. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm, dass es jetzt so gemacht worden ist, wie es jetzt eben ist. Also das passt auch. Und ja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Mundstück, was die Qualität, was die Verarbeitung angeht. Wer ist denn überhaupt auf diese verrückte Idee gekommen? Das sind zwei junge Studenten, 19, 22 und 19, genau, Pascal und Marcel. Liebe Grüße an euch. Die haben Ion gegründet, GmbH. Und haben sich gedacht, komm, bringen wir mal was raus, was es so noch nicht auf dem Markt gibt, finde ich gut. Weil es gibt ja schon so viel auf dem Markt, da muss man erstmal auf die Idee kommen, ein Carbon-Mundstück auf den Markt zu bringen zum Beispiel. Mal gucken, wann die ersten Carbon-Shishas kommen. Ja, also finde ich schon mal gut. Und Made in Germany ist das Ganze auch. Ja, Qualität kann man wirklich nicht sagen, Verarbeitung ist tipptopp. Ich habe nichts festgestellt, was jetzt unpassend wäre oder so. Wenn man durchguckt, sieht man auch nur die Carbon-Struktur. Ne, da hast du letztes Mal auch, wo du reingeschaut hast, gesagt, ja, da sieht man richtig, dass es auch Carbon ist, also das passt. Und ja, also ansonsten muss ich wirklich sagen, ein super Mundstück. Was kostet das Ganze? Natürlich ist Carbon nicht günstig und Made in Germany, kommt alles noch mit dazu. Sind wir bei 34,90 €. Und wenn man noch einen Silikonschlauch dazu haben möchte, zahlt man 39,90 €. Ich schaue bloß nochmal nicht, dass ich euch was Falsches sage. Genau, richtig. Und wenn man auf die Homepage geht, ion-shisha.com, dann sieht man dieses Produkt 5% günstiger kaufen, Fragezeichen. Wenn ich da drauf gehe, steht dran, erhalte 5% Nachlass für ein Facebook-Like auf unserer Seite. Das heißt, wer noch ein kleines bisschen sparen möchte, kann gerne dann auch noch die Facebook-Page mittels dem Link auf der ion-shisha.com-Page ergattern. Ja. Das passt. Und ansonsten, was sagst du zum Preis, Olli? Ja, recht hoch angesetzt, aber ich sag mal so, muss ja gerechtfertigt sein, der Preis, aber trotzdem, ja, hoch. Wenn ich so diese Mundstücke angucke, wenn wir es gerade zufällig haben, kostet genauso viel. Ist auch sehr, sehr hoch für Edelstahl und für ein bisschen Glas. Richtig. Deswegen. Ist nicht für jedermann. Muss man ganz klar sagen, weil 34,90 € ist nun mal ein gehobener Preis, ganz klar. Aber man muss auch noch dazu sagen, es ist sehr, sehr gut verarbeitet und eine gute Qualität haben wir dort. Und Made in Germany kommt auch noch mit dazu. Also von daher ist der Preis jetzt nicht vollkommen überzogen, das steht schon mal fest. Aber es ist natürlich nur für Liebhaber gedacht und nichts für einen Shisha-Einsteiger, der jetzt eine Shisha sich sucht mit Zubehör im Wert von 100 € oder so. Da ist es natürlich nicht das Richtige. Aber ansonsten muss ich sagen, wirklich ein Top-Produkt, finde ich gut, dass es das jetzt gibt, weil ich bin auch ein Carbon-Fan, egal ob es jetzt ums Auto geht oder um diverse Zubehörteile, da darf natürlich für so einen Liebhaber so ein Mundstück dann nicht fehlen. Ja, ansonsten schauen wir uns noch die Pro- und Contra-Liste zusammen an. Da hätten wir bei Pro den Durchzug, wie gesagt, 10 mm oben, 7,5 unten, passt, wirklich ein guter Durchzug. Dann bis dato eine einmalige Optik, da es Carbon ist, bis jetzt gab es das ja noch nicht. Es ist sehr robust, haben wir euch ja auch gerade nochmal vorgeführt. Die Verarbeitung ist top und die Qualität Made in Germany ebenfalls. Gibt es nichts zu meckern. Das Einzige, wo wir ein bisschen meckern könnten, ist bei Contra aufgeführt der Preis. Wie gesagt, 34,90 € oder mit Silikonschlauch 39,90 €. Ja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das Geld hinlegt für dieses Mundstück oder nicht. Qualitativ und so weiter definitiv ein Ja. Gut, ansonsten hätten wir eigentlich alles genannt. Mir fällt nichts weiter ein, außer was bedeutet denn Ion, wenn man es aufs Lateinische übersetzt, und zwar Ewigkeit. Das soll eben auch bedeuten, dass man dieses Mundstück, wenn man darauf natürlich aufpasst und nicht unbedingt mit dem Auto drüber fährt oder so, hat man dieses Mundstück auch für die Ewigkeit. Daher ein passender Name gewählt. Gut, dann hätten wir es für heute. Wir sagen danke an den Pascal und an den Marcel, dass wir das Mundstück für euch testen durften.
Und dann sagen wir danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Shisha Olli und Big2B. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren direkt unter uns. Und zum letzten Video, wie immer, auf der rechten Seite. Danke, bis dann und Servus!